Manchmal werde ich gefragt, wie bekomme ich mehr Energie und mehr Lebenskraft? Daher möchte ich euch ein paar Techniken dafür zeigen. Ich bin Donna Eden und arbeite seit 40 Jahren auf dem Gebiet der Energiemedizin. In den 10 Jahren davor habe ich mich mit Hilfe von Energiemedizin selbst geheilt. Und danach wollte ich Energiemedizin einfach mit allen teilen und auch anderen zeigen. Genau das werde ich auch heute mit euch tun. Ich bin David Feinstein und klinischer Psychologe. Dank Donnas Arbeit konnte ich lernen, wie man Methoden anwendet, um das körpereigene Energiesystem zu verstehen und damit seine Denkprozesse und Einstellungen zu verändern. Es ist wirklich etwas sehr Kraftvolles. Manchmal werde ich gefragt, wie bekomme ich mehr Energie und mehr Lebenskraft? Ich möchte euch also ein paar Techniken zeigen. Bei der ersten Technik handelt es sich um eine Massage oder ein Drücken dieser Punkte hier, genau unterhalb eures Schlüsselbeins, NI27 genannt. Das ist der Akupunkturpunkt Nummer 27 auf dem Nierenmeridian. Er bildet einen Knotenpunkt für alle Meridiane im Körper. Wenn du erschöpft oder müde bist, dann ändert die Energie ihre Richtung und fließt rückwärts. Dabei wirst du immer träger und baust mehr Energie ab. Das Massieren oder Drücken des NI27 hilft der Energie erneut vorwärts zu fließen, sodass du wieder an Energie gewinnst. Und es gibt noch eine Technik, die, wenn man sie regelmäßig macht, wirklich super ist, um die eigene Lebenskraft zu steigern. Wir haben einen Meridian, der vom Schambein bis zur Unterlippe verläuft, der sogenannte Zentralmeridian, der auch als Konzeptionsgefäß bekannt ist. Beginne einen unsichtbaren, langen Reißverschluss hochzuziehen und bewege damit die Energie nach oben. Wiederhole die Übung ein paar Mal am Tag. Du bewegst die Energie in die gleiche Richtung, in die der Meridian auf natürliche Art fließt. Meridiane sind Energieleitbahnen und die Energie fließt wie ein Fluss nach oben. Wenn du deine Hand so bewegst, verstärkst und unterstützt du diesen Energiefluss. Genau. Je mehr und mehr du die Energie hochziehst, desto mehr gewöhnt sich der Körper daran. Und du wirst mehr Lebenskraft haben. Das sind also zwei einfache Wege, um deine Energie zu steigern und mehr Lebenskraft zu haben. Sehr einfach. Drücke die NI27-Punkte oder massiere sie und wende die Reißverschlussübung an. Dankeschön.